Also das war gerade auf jeden Fall mal ordentlich knapp. Ich glaube, so knapp war es auch noch nie bei mir auf der Nordschleife, tatsächlich, ja. Sebastian. Also ich war mir sicher, dass es das war. Ja? Weil wir so schnell so quer gerutscht sind, dachte ich, wie willst du es? Servus Freunde und herzlich willkommen vom Nürburgring, beziehungsweise hier quasi aus der Kiesgrube mit dem Rallye-Auto. Und ich dachte, ich zeige euch heute nochmal so ein bisschen, was wir jetzt alles gemacht haben und wie der Stand der Dinge ist, dass dieses Auto quasi jetzt eigentlich schon ziemlich gut track-ready ist, obwohl er ja relativ seriennah ist, aber sind natürlich doch einige Sachen gemacht. Wir hatten sehr viel Spaß, ich zeige euch gleich eine Runde. Ja, ich zeige euch gleich eine Runde, allerdings wusste ich zu diesem Zeitpunkt im Video noch nicht, dass ich die Runde, die ich euch gleich zeigen will, eigentlich gar nicht die Runde ist, die ich euch gleich zeigen will. Also hier zu dem Zeitpunkt dachte ich, das Jahresvideo wäre schon fertig, weil wir sind schon gefahren, Sebastian und ich. Alles war schick, alles war schön. War auch eine geile Runde, hat auch Spaß gemacht. Ihr seht die Runde auch. Es war wir jagen so ein bisschen den BMW-Train und es war wirklich geil. Es zeigt so, was der Jahres kann und alles ist gut. Dann allerdings sind wir nochmal rausgefahren, haben nochmal kurz was getrunken, was gegessen. Und dann dachten wir so, ach komm, lass mal noch eine Runde Jahres fahren. Sind wir noch eine Runde Jahres gefahren, haben warm gefahren, haben mal Luftdruck abgelassen, weil wir sind vorher immer Serienluftdruck einfach gefahren, haben nicht abgelassen, 2,8 bar. Ja, und dann auf der zweiten Runde habe ich so richtig übertrieben, aber so richtig, richtig, richtig. Und eigentlich muss ich sagen, bin ich der Meinung, dass ganz viele andere auf jeden Fall das Auto kaputt gemacht haben und ich mir da selber auf die Schulter klopfen muss, auch wenn Eigenlob stinkt, aber da sage ich auch noch mal was zu. Deswegen geht es jetzt mal weiter mit dem Video, nur dass ihr kurz die Situation versteht, wieso ich jetzt da noch nicht davon, ne? Ihr wisst Bescheid. Ich kann euch gleich mal im Regen was einblenden, weil das ist auch wirklich mit dem Auto wirklich sehr, sehr geil und vor allem auch extrem schnell. Und Sebastian ist auch eben gefahren. Das Fazit können wir auch mal gleich reinhauen. Aber ich würde sagen, wir gucken erstmal rum, was wir jetzt haben, weil wir haben wieder PS4S drauf. Es ist wieder quasi der gute alte Sommerreifen drauf und es ist extrem, wie lange dieser Reifen hält. Hinten zu vorne ist fast kein Unterschied, weil wir haben die jetzt quasi von hinten nach vorne getauscht. Schaut mal, das ist einfach mehr als ein Semislick im neuen Zustand hat. Dann haben wir hier den Polybauer Spoiler. Viele haben immer gefragt, woher der ist, weil die haben das gar nicht mitgekriegt, dass wir den draufgebaut haben. Der ist von der Firma Polybauer aus Hannover. Wir haben die Grail Abgasanlage von tuningteile.de. Hinten sonst nichts, was ich noch zu Hause liegen habe, noch nicht verbaut habe, weil einfach Winter, weil war nicht nötig. Von 55 Parts die Diff-Belüftung. Das ist ein Teil, das sollte man auf jeden Fall bei dem Auto verbauen. Ja, weil man halt sonst echt Probleme mit den Temperaturen beim Diff hat. Ich blende euch das mal gerade ein, so sieht das aus, dass ihr euch vorstellen könnt, was ist. Das ist quasi so ein Luftleitblech. Ja, das ist eben die Luft ans Differential leitet. Ansonsten, wenn es Windgeräusche gibt, entschuldige ich mich schon mal dafür, aber es ist halt leider ein bisschen windig am Ring immer. Ja, ansonsten, für alle, die es noch nicht kennen, haben wir hier vorne drin natürlich die Eventuri. Geil, sieht einfach richtig rallye-mäßig geil aus. Und vorne haben wir als Unterbodenpappe vom Polybauer so einen Unterfahrschutz. Der ist auch quasi inklusive Diff-Belüftung und ist zudem noch ein bisschen fester als das originale Teil. Das originale Teil hängt wohl bei tiefen Autos immer ein bisschen durch, schleift dann auf dem Boden. Ja, ist wohl nicht so geil. Im Innenraum hat sich ein bisschen was auch getan. Es ist natürlich immer die Frage, wann seid ihr hier dazugekommen? Ne, wenn ihr jetzt immer nur Nordschleifen-Videos guckt, dann kennt ihr das halt so alles noch nicht. Deswegen zeige ich euch das einmal gerade. Wir haben jetzt hier Poles drin. Wir haben hier die 55 Parts Sitzschienen, L-Adapter, die auf die originalen Laufschienen gehen. So könnt ihr das verstellen. Wir haben einen HRE-Shifter, der extrem geil ist. Kam auch immer viele Fragen, was das für ein CRE ist, aber es ist einfach kein CRE, es ist ein HRE. Ist cool, weil der Kollege hier, glaube ich, hoffe es sind keine Fake News, ist in so einem Formula Student Team auch gewesen und so. Also jemand, der sich richtig mit Engineering auskennt, hat den hier gemacht und er schaltet auch wirklich gut, muss ich sagen. Dazu noch den Lenkrad Spacer, auch 55 Parts. Innenraum kam eigentlich alles von 55 Parts. Ja, und das ist es jetzt im Grunde. Man muss sagen, ich habe jetzt sogar irgendwelche Texar-Bremsbeläge drauf und trotzdem fährt das Auto richtig, richtig gut. Also wir haben schon eben gesagt, wir sind der Meinung, es ist eigentlich das deutlich bessere Touri-Auto, das bessere Auto für solche Veranstaltungen hier als eben ja, so ein M3 oder ein M2, weil du nicht so einen krassen Geschwindigkeitsüberschuss hast. Du bist einfach nicht so viel zu schnell, wie du das eben mit einem M3, M2, Porsche GT4 und diesen ganzen Autos sind. Hiermit bist du trotzdem schneller, ich würde sagen, als 95% würde ich mich aus dem Fenster legen, so ist es. Weil wir wurden auch auf unseren Runden nahezu nicht überholt. Wenn nicht mal einer überholte, okay. Aber sonst bist du halt auch sauschnell, aber du bist nicht so viel zu schnell. Ja, und ich würde sagen, wir springen mal auf die Runde, weil es ist wirklich witzig. Es sieht wirklich cool aus und jetzt mit der Auspuffanlage haben wir auch ein bisschen Sound auf der Strecke. Deswegen gehen wir da jetzt mal rein. Er fährt nicht, er macht nicht.
Langweiler, echt. So, dann gehen wir mal rein in die Runde Nürburgring-Nordschleife mit dem GR Yaris. So, und da gehen wir natürlich voll dran vorbei. Aber du hast keine Aero, ne? Da kann, der geht hier alles voll. Ja, aber bei mir. Ja, bei dir, weil du die erste Runde gefahren bist eben, du. 50 Sachen weniger. Das Auto ist verrückt, Mann, wenn man es richtig drauf anlegt. Oder? So geil, Alter. Es ist wirklich so gut. Wow. Olli kommt echt hier. Der Olli gibt alles. Na gut, er hat Dreck auf der Windschutzscheibe. Ja! Nichts mehr kurz. Das war wie Mario Kart, wir haben geschmissen. Es ist so witzig, Alter, ich liebe das so. Das ist halt echt, ne? Ja. Guck mal, und jetzt fahren wir hier, fahren wir jetzt zügig so, aber in unseren Autos wäre das ja jetzt so ein langsames Rumgerolle. Ja. Und hier hast du richtig was. Und hier hast du richtig. Musst du richtig Gas angasen und kämpfen. Ne? Und im M2 würdest du dich jetzt ärgern, dass nichts vorwärts geht quasi. Ja, genau. Ganz wichtig. Alles geben. Was ist denn das für ein Train, Alter? Hat einer was verkackt? Das ist jedenfalls der Slow Train, das kann ich dir sagen, Alter. Junge, Alter. Ja, da hätten wir uns, würden wir uns halt mit dem M3 jetzt ärgern, ne? Dass ja, die, das da ärgerst du dich dann, ja. Ja. Und hier mit Box. Hier ist witzig. Ich hoffe zwar die ganze Zeit, dass keiner was verkackt davon. Ja, ja. Dann gibt es eine Kugel, dann gibt es einen Wollknäuel, aber. Dann gibt es einen Wollknäuel. Ja. Ja. Aber was sagst du? Geil. Ist doch geil, oder nicht? Geil. Ne? Auch wenn man hier so reinhackt. Ah, nicht getroffen, Alter. Ja. Und es fühlt sich auch jetzt nicht das Auto an, weil man darf ja nicht vergessen, wir haben jetzt zwar Auspuff gemacht, wir haben vorne Ansaugung gemacht und so ganz viele Sachen, aber grundsätzlich so Fahrwerk und Reifen und das ist ja alles Serie. Ja. Bremse, das ist ja alles Serie, aber es fühlt sich ja null überfordert an, oder? Das Auto jetzt an sich, also Nein. Dass es mit diesem Thema Nürburgring jetzt gerade überfordert ist. Es fühlt sich Nein, ja null, gar null, ne? Ja, finde ich auch. Wie wenn es hier für hier wäre, ne? Also ist es ja auch. Mehr als ein anderes Serienauto. Ja, genau. Oh, guck mal. Schon wieder so viel Stau. Ja, krass, ne? Gut, das Einzige ist, man... Ich bin mir halt, also macht dir das weniger Spaß als mit dem M3? Nein, ich fand das jetzt viel geiler. Das passt eigentlich besser. Ja, das passt besser. M3 und Trackday und Ich bin ganz ehrlich, ich fahre nur mit dem M3, weil das für die Videos viel geiler ist, vom Sound und von allem. Weil das kommt jetzt ja auf den Videos hier
Aber diesen Spaß, den wir jetzt haben, der kommt ja auf dem Video nicht rüber. Der kommt langsam. Genau. Langsam, kein Sound hier im. Aber M3, das sagen ja selbst die Leute, wo ich mit deinem M2 gefahren bin, sieht irgendwie langweilig aus im Vergleich zum M3, weil der Sound fehlt, die Akustik. Und das ist der Grund, weil ich mache ja das gar nicht mehr so viel um meine eigenen Freude willen, sondern vielmehr für YouTube alles. Ja. So, weißt du? Ich müsste jetzt nicht noch 5 Runden fahren. Weißt du? Ich mache das, weil das irgendwie für YouTube und so. Und also, wenn ich es jetzt vergleiche mit der Runde, wo wir sind ja vor M2, M3 gefahren, das war, weiß nicht, nicht so passend halt für den Verkehr. Ja, der Verkehr ist so krass und so ist geil. Du kannst gut hier durchflügen und. Also, wir hatten jetzt auch viel weniger Stress gefühlt, weil, obwohl genauso voll ist, kommt es dir gar nicht so voll. Weil du ja mehr. Im Durchschnitt mitfährst. Ja, du fährst einfach mehr mit, Du bist vielleicht ein bisschen schneller als der Durchschnitt so. Vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber du überholst nicht ständig. Genau, aber du bist halt, und du vor allem überholst du nicht und du stößt auch nicht mit 800 km/h auf einen, der gefühlt minus 30 fährt. Ja, so. Genau. Das ist ja auch der Punkt, das hast du halt nicht. Und da bin ich voll bei, dass das das perfekte Auto für Touris. Ja. Weil du hast halt auch, wenn Wetter scheiße ist, egal. Auch noch Vollgas. Spielt ja keine Rolle so. Wenn du kannst Grand Prix Strecke fahren, guck mal, ich war in Anodere. 30 Grad draußen oder wir hatten 34, da war einfach die Zerstörung. Bullen heißt, du fährst einfach hier mit, komplett Serie. Und auch mit dem PS4S, ich finde es sogar, glaube ich, ganz geil, dass es so nicht so viel Grip hat. Genau, dass du auch mal, so wie am Anfang, weißt du, du lenkst ein und er wirft so ein bisschen und das ist so ein bisschen dieses Rallye, dieses so, du fährst gefühlt, auf Schienen einfach wäre das Auto nicht so geil. Nee, das denke ich mir halt, es wäre auf Schienen nicht so geil. Es ist schön, wenn das so ein bisschen fahrdynamisch einfach ist. Es ist so ein bisschen, ne? Und vor allem, man muss ja noch überlegen, guck mal, wir sind gerade da mit dem kalten Auto losgefahren. Wir hatten da jetzt Öltemperatur, wo ich das erste Mal Gas gegeben hatte, haben wir so 80 Grad Öltemperatur. Und kaltes Auto, losgefahren, du kannst sofort Vollgas. Du musst nicht Reifen warm fahren und so, weil PS4S ist halt ein Straßenreifen, scheiß drauf. Ist genauso gut. Ne, deswegen, es ist einfach top. Und jetzt seien wir mal ehrlich, wann ist denn der Punkt, dass du viel mehr als 3 Runden am Stück fährst? Und wir könnten locker Vorhin dachte ich mal, der M2 ist eigentlich zu schade, um die Kilometer in dem Touri-Stau wegzuwichsen. Ist so. Eigentlich zu schade, dann müsstest du dir eigentlich aufheben für Tracklist, wo du fahren kannst. Es ist so. Jedes Mal, wenn ich hiermit fahre, denke ich mir so, es macht mehr Spaß, aber ich mach's dann halt nicht. Ja, Weil ich mir denke, gut, ich habe erstmal den M3 da und wenn ich mit dem M3 Videos mache, zur gleichen Zeit, dann kommen die immer besser an als mit dem Yaris, aus genannten Gründen. Aber ist wirklich so, Aber ich rede, für mich würde es völlig reichen. Yaris, perfekt. Also top, da brauchst du nicht diese High-End-Ring-Tools, Tracks. Guck mal, wie viele in einer anderen Liga jetzt, aber wie viele Leute ein GT3 RS hatten und sich jetzt ein GT4 gekauft haben. Weil die meinen, Alter, der GT3 ist viel zu schnell. Ja. Das ist viel zu schnell. Und schon GT4 ist natürlich auch viel zu schnell. Ja. Aber es ist halt bei den Leuten so, die können jetzt keinen Rückschritt auf den Yaris machen. Nee, Also, obwohl selbst die, guck mal hier, ich weiß nicht, Baram, kennst du den? Ja, Tilo hatte immer ein Yaris so, aber also gefühlt, der hat ja auch immer noch irgendwie ein anderes Auto, aber Baram hat ja auch, der hat ja auch alle Porsche-Modelle gefühlt der Welt so. Und auch ein Yaris jetzt, ne? Hat sich ein Yaris gekauft, Ist halt volles Spaßauto. Ja, ist so. Kannst halt immer mitfahren. Ja, kannst immer mitfahren. Und jetzt geht's rein. Wir machen jetzt Luftdruck T13 und jetzt gibt's eine ganz besondere Yaris-Runde, wo der Yaris fast zum Wollknoll wird. Allerdings ist auch nach der Situation die Runde auf jeden Fall sehenswert, weil es ist wirklich stark, wie gut das Auto fährt. Und ich weiß nicht, was mit mir los war auf der Runde, aber ich habe halt richtig fliegen lassen. Also ich habe mit dem Yaris noch nie so fliegen lassen. Wirklich beeindruckend. Aber ich würde sagen, jetzt gehen wir mal rein. Schauen uns das mal an. Komm. Der war wirklich stark und tatsächlich war das Lachen an der Stelle eher ein bisschen unangebracht, weil das hat so den Ernst der Lage überspielt. Aber
wir werden uns die Situation jetzt gleich nochmal hier angucken, auch nochmal in Slow-Mo oder ich Frame für Frame, weil das könnt ihr ja leider bei YouTube nicht, dafür ist auch die Qualität zu schlecht und ist ja egal. Jedenfalls bin ich mir sicher, hätte man nur eine Millisekunde, also wirklich eine Millisekunde, nicht übertrieben, sondern eine Millisekunde später reagiert, dann wäre das Auto komplett Schrott, weil wir wären komplett seitlich eingeschlagen, beziehungsweise leicht schräg hinten sogar, weil ich ja nicht so viel gegengelenkt hätte, wenn ich eine Millisekunde später eingelenkt hätte, weil in der Situation kam wirklich alles zusammen. Glück, 100% Glück. Natürlich von vornherein wahrscheinlich ein Fahrfehler, würde ich jetzt nicht sagen, aber Unwissenheit, dass man mit dem Auto wahrscheinlich nicht den Curb nehmen sollte, haben mir jetzt auch im Nachhinein viele geschrieben, nachdem ich bei Instagram schon was dazu gesagt hatte, dass man da mit einem Allradler wahrscheinlich nicht so drüber fahren sollte. Gut, das heißt wahrscheinlich, es fing an mit einem Fahrfehler, dann brach das Auto aus. Ich habe aber in der Millisekunde, wo ich gemerkt habe, okay, das Auto macht jetzt was, habe ich schon angefangen gegenzulenken. Man sieht das gleich auf dem Video. Man sieht auf dem Video, dass das Auto sich gefühlt noch nicht bewegt, akustisch auch noch nicht rutscht, ich aber schon gegenlenke. Und das ist so ein Punkt, den merke ich immer wieder, wie wichtig dieses Thema Car Control auf der Rennstrecke ist, weil ich bin schon bei ganz vielen Leuten mitgefahren und nur mal bestes Beispiel Norm, der weiß das auch, no front irgendwie an der Stelle, wie gesagt, das ist auch alles in Ordnung. Ich glaube, das ist auch einfach eine Übungssache, die man haben muss. Das erste Mal, wo ich mit dem auf der Grand Prix-Strecke war, haben wir uns auch gedreht und so mit dem M4. Und da war das halt auch so extrem, dass ich dachte, wie kann man denn jetzt nicht spüren, dass das Auto gleich quer kommt, bevor das Auto quer kommt. Wisst ihr, wie ich meine? Also, dass du quasi schon spürst, okay, rein technisch, das kann jetzt nicht mehr fahren, wie es normal fährt, sondern es wird jetzt gleich ausbrechen. Und dann kannst du schon gegenlenken, bevor das Auto querkommt. Es ist ganz schwer zu beschreiben, aber Leute, die das genauso im Gefühl haben, die wissen genau, was ich meine. Ganz extrem bei meinem M3 ist das nach Breitscheid hoch. Da lenke ich ganz oft gegen, bevor das Auto quer ist, damit es nicht quer kommt, weil ich schon weiß, wenn ich es nicht tun würde, würde es quer kommen. Also es ist wirklich extrem bei Leuten oft, wenn die ins Brünnchen reinfahren, viel auch mit Porsche, die fahren da rein, gehen vom Gas und da weiß ich in der Sekunde, das Auto wird jetzt anfangen quer zu kommen. Ne? Aber das haben die nicht so drin irgendwie. Dieses Thema Car Control, finde ich, ist ganz wichtig. Und ich glaube, Sebastian sagte, Walter Röhrl hat da auch mal einen Spruch irgendwie zugesagt. Ich kann ihn gar nicht genau wiedergeben jetzt. Er meinte auch irgendwie zu dem Thema, du musst wissen, was das Auto macht, bevor es das Auto das macht. Also ich kann es jetzt nicht wiedergeben. Vielleicht wisst ihr ihn, dann schreibt ihn gerne in die Kommentare. Ja, jedenfalls war das extrem knapp. Und wir schauen uns jetzt mal das Ganze in... hier, ich zeige euch mein Bildschirm. Wir gucken mal Frame für Frame durch. So, wir sind jetzt an der Situation. Ich fahre also den Curb an, ich fahre den relativ, ja, spitz an, würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, ich fahre den sogar einen Tick zu spät vielleicht an. Obwohl, das Auto springt nicht wirklich doll, wenn wir drüber fahren. Wir können uns die Situation jetzt noch einmal in ganz normal angucken. So, ja, also erstmal... Thema dieser Curb, ich mit dem M3 nehme ich ihn nicht, das kann ich euch schon mal sagen. Was passiert? Wir fahren hier über den Curb, ich habe noch die Lenkradbewegung nach rechts hin, gehe jetzt wieder in die Gerade, lenke links rein. In dem Moment, wo ich aufsetze und mein Hinterrad quasi in der Luft ist, weil es gerade vom Curb reinkommt, hat also die Vorderachse schon den Lenkbefehl nach links. Ich schätze mal, ja, dass wir dann auch den Impuls gegeben haben, dass wir an dieser Stelle hier, dass ich hier merke, an dieser Stelle schon, merke ich, das Auto fängt jetzt zu rutschen an, ohne dass es rutscht. Können wir uns gerne nochmal anhören. Und kann man echt schwer hören, muss ich sagen. Jedenfalls an der Stelle hier, ihr seht es einmal in der Lenkbewegung, ich bin noch links. Eigentlich würde ich die Lenkradposition genauso halten, weil es passt von der Kurve. Und jetzt merke ich schon, okay, da passt was nicht. Und gehe schon hier, ihr seht das, komplett ins Gegenlenken. Das Auto ist jetzt auch schon... Ja, kurzen Moment später, quer, ihr seht das schon, wir sind gleich quer. So, jetzt gehe ich rein, tatsächlich mit umgreifen quasi, einmal rum, so. Ja, und dann rutschen wir. Viel kann man jetzt tatsächlich nicht mehr machen. Ich bin jetzt leicht im Gas, also ich gehe nicht komplett vom Gas. Und dann rutschen wir eben auf die Mauer zu. Ich gehe dann wieder zurück, weil sonst wäre es natürlich irgendwann gerade mit dem Allrad so, dass wir dann auch in die falsche Richtung fahren würden. Ja, und dann fahren wir so raus, ne? Ich bin der Meinung, wenn man, ich sag mal, nicht hier gegen gelenkt hätte,
Moment. Ich habe jetzt hier angefangen gegenzulenken. Da habe ich ja schon gemerkt, irgendwas passt nicht. Wenn du es nicht da an der Stelle gemacht hättest, sondern hier unten, hier hätten wir jetzt das Auto nicht mehr gefangen. Dann hätte es sich eingedreht und wir wären rückwärts eingeschlagen. Also so wäre die einzige Möglichkeit, dass es halt irgendwie funktioniert hat. In Kombination wahrscheinlich noch mit dem leichten Gas, was ich gegeben habe, damit es sich mit dem Allrad gerade zieht, würde ich an der Stelle sagen, alles richtig gemacht. Ja, und jetzt gehen wir mal weiter ins Video rein. Die Runde ist noch ziemlich geil. Da passiert auch noch ziemlich geile Sachen. Deswegen guckt euch die gerne zu Ende an, weil die wirklich nicht ganz unspannend ist und relativ spektakulär für eine Jahresrunde. Wir probieren noch mal aus, wie das so ist mit dem Reinrutschen in die Kurve. Dem gewollten Reinrutschen in die Kurve. Ja, deswegen geht es jetzt mal weiter auf der Runde. Ja, aber wie du dich auch freust, wie wenn Borussia Dortmund Tor schießt. Arminia Bielefeld, entschuldige. Ich, aber da würde ich mich nicht freuen, tatsächlich. Ja, kein Fußballfeld. Ich glaube, der Streckenposten hatte schon die gelbe Flagge drauf. Digga, der hatte, vor allem hatte der Schiss, weil wir direkt auf den drauf gerutscht sind. Das war mein Highlight jetzt schon wieder. Wenn du dich freust, halt über den anhaltenden Kinder auf. Aber krass, wie der sich nach dem Curbs wieder setzt. Das war mein erster Gedanke. Ja. Der zweite war ups. Aber der schlug die Curbs gut, ja. Boah, wer ist da denn drüber gefahren? Nee, aber ich sag ehrlich, war jetzt schon Limit, ne? Ja, ja. Also das war... Wenn du da zwei Zehntel später gegenlenkst, sind wir weg. Ja, ja, wir wären so hart eingeplankt, seitlich vor allem. Das hätte sogar richtig wehgetan wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon. Wir werden es nie erfahren. Nee, das war quasi die Rettung in letzter Sekunde, ja, oder? Das ist echt so. Wortwörtlich. Also da darfst du wirklich nicht später dran sein. Ganz ehrlich, ich hätte ja auch noch ein Airbag gehabt. Fährst du Rallye-Style um die Kurve? Boah! Aua, 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 aua! Aber das ist quasi ja voll schwierig, das so länger zuzulassen. Alter, das ist doch komplett schwierig. Ja. Eben ist er halt so schnell gekommen, glaube ich, weil wir in der Luft waren ja quasi. Weil ja, klar, wir sind geflogen über den Körper. Ja. Wenn man jetzt hier so ein bisschen. Ja. Ja, das ist die Bremse. Wenn du auf der Bremse einlegst, ja, dann kommt er. So, und wenn du jetzt. Ja. So. Ja, und ich habe jetzt nicht gegengelenkt extra. Ja. Aber wenn man. Du musst eigentlich in die Kurve reinlenken. Ja. Aber dann zerstörst du natürlich die Reifen extrem. Ja, schon Gaudi, wenn man überall drüber fahren kann einfach. Ja, ich sag dir, wir fahren mit unseren Autos Wimpermann auch nicht schneller durch. Spaß gemacht jetzt schon. Ui, gerade mal abgehoben. Einfach geil. Ja. Es ist wirklich einfach geil.
lassen wir mal abkühlen, die kleine Lurch. Und man hat wieder das Gefühl, es ist weniger los, weil... Ja, voll. Ja, so Freunde. Also das war gerade auf jeden Fall mal ordentlich knapp. Ich glaube, so knapp war es auch noch nie bei mir auf der Nordschleife, tatsächlich, ja. Sebastian. Also ich war mir sicher, dass es das war. Ja? Weil wir so schnell so quer gerutscht sind, dachte ich, wie willst du das Auto, rutscht halt einfach jetzt da rein. Aber ich glaube, ich bin so ein bisschen auf dem Gas geblieben. Ich glaube, dadurch haben wir so leicht mit der Vorderachse so den Hang nach vorne gekriegt. Die Flucht nach vorne ergriffen. Die kleine Flucht nach vorne. Es war jedenfalls knapp und ich sage auch, ohne Eigenlob, weil Eigenlob stimmt, aber stinkt. Nee, aber es hätten sehr viele das jetzt kaputt gemacht. Ja, ja, sehr viele. Aber ja, ne? Ist heile. Ihr habt gesehen, es ist, man muss sagen, es ist das bessere Touri-Auto. Das bessere Touri-Auto, ja. Es ist einfach das bessere Touri-Auto. Es ist natürlich nicht das schnellere Touri-Auto, aber es ist mit Sicherheit das bessere Touri-Auto. Ja, ihr habt gesehen, es macht Spaß. Vor allem muss man halt auch sagen, es ist egal, regnet es, es ist egal, scheint Vollgas die Sonne. Ich war in Anodere, Trackday 35 Grad, bin so Serie gefahren, da waren, also Serie, jetzt ist er ja nicht mal mehr Serie, aber der war Serie. Ja, und das ist schon richtig gut, muss ich sagen. Zudem, guck mal, wir fahren drauf, kalte Reifen, scheißegal, fahr einfach, weil PS4S, egal. Du hast nicht weniger Spaß, finde ich, der Unterhalt ist viel geringer. Viel? Manchmal fährst du eine teure M2 oder M3 Runde und stehst dann am Ende nur im Stau. Ja. Du ärgerst dich nur, du fährst nur in den Verkehr rein und hier fährst du halt einfach. Plus, der Unterhalt ist halt ein extremer Punkt, ne? Ja, weil die Reifen sind, ich habe sie euch eben gezeigt, und sie sind seit Anfang an da drauf und sie werden halt auch nochmal locker die dreifache Zeit nochmal halten, weil guck sie dir mal an. Die sind noch richtig gut. Die sind top, und weißt du, wie viel ich schon damit auch mal Kreide gedreht habe und so, wo auch mal Reifen gequalmt haben. Also, ja, es ist halt wirklich so, es ist wirklich top. Ja, und in dem Sinne wollte ich euch das einmal nochmal mit auf den Weg geben, den aktuellen Stand, wie es um den Jahres aussieht, was genau verbaut ist, weil wie gesagt, gerade bei dem Spoiler und so kam doch das ein oder andere Mal die Frage, wo der denn jetzt her ist. Aber ja, der macht halt, das sieht echt gut aus, ne? Der Spoiler, ne? Serie, ja. Ja, voll, weil der halt ein bisschen weiter rauszieht und gerade hier dieser Punkt, weil sonst ist es so abgeflacht, ne? Ja. Auch hier mit der Verstellung, du kannst ihn hier verstellen, würde ich behaupten, bringt gar nichts, die Verstellung. Ich bin der Meinung, bringt nichts, aber es sieht optisch geil aus. Aber ich glaube, es bringt einfach technisch nichts, weil was soll das jetzt hier... Nee, aber er ist halt hier schön stabil, sowas mag ich ja, ist alles, ne? Ja, ist fest. Ist richtig fest, ne? Ja. Und das mag ich ja. Das generell, das Auto ist, ich würde sagen, das ist komplett bulletproof so. Du kannst es machen damit, was du willst, und es funktioniert einfach. Ja, dass die halt Garantie geben, das ist auch so ein Faktor, dass ja, du diese lange, fahren kannst. Du hast, also es sind 12 Jahre Garantie plus 3 Jahre offizielle Garantie am Anfang. Also 3 Jahre Herstellergarantie, die du eh hast, egal ob du jetzt diese 6-monatigen Service machst oder nicht. Da musst du nur normal zum Service, aber nicht diese 6 Monate Kontrolle machen, glaube ich. Also entspannter kannst du ja vom Kopf her nicht Rennstrecke fahren. Nein, kannst du nicht. Und es ist wirklich top. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, war es das gewesen. Macht's gut. Bis die Tage. Kanal abonnieren. Nicht vergessen. Und schreibt gerne mal Roman dazu, auch was ihr vom Dreizylinder haltet. Ich meine, ich bin absoluter Fan. Also, ciao, ciao.